Peter. Ihr habt ja bald das große Richard-Wagner-Konzert am 30. Juni in der Kölner Philharmonie. Und das ist ja jetzt für den Chor ein ganz neues Vorhaben. Was bedeutet das für die Organisation? Ja, absolut richtig. Ein neues Vorhaben, weil wir wollten den Richard Wagner, der ist ja eigentlich für alle Welt etwas schwere Kost, den wollten wir attraktiver gestalten. Und hierzu haben wir uns dann natürlich was Besonderes einfallen lassen, was ihr allerdings auch in den nächsten Tagen, Wochen immer wieder auf Facebook, schaut bitte rein, eben dann kennenlernen werde. Da werden wir das Neue erklären. Organisatorisch ist es natürlich so, das müssen wir auch ein bisschen anders gestalten. Die Künstlerverpflichtung, das läuft alles im gewohnten Rahmen ab. Die Proben, die Vereinbarung mit der Philharmonie, alles im normalen Rahmen. Aber bei diesem besonderen Konzert mussten wir ein besonderes Augenmerk auf die Werbung richten. Wir wollen ein jüngeres Publikum ansprechen. Und dazu haben wir uns einige Dinge einfallen lassen. Auf Facebook anders präsent zu sein, die Werbung, unsere Plakatwerbung wird ausgebaut. Dann sind wir im engen Kontakt mit einem Richard-Wagner-Verband hier in Köln und der hat uns seine komplette Kundenliste zur Verfügung gestellt. Die werden wir auch alle anschreiben, sodass wir da auch einen Zulauf haben, um dieses Konzert nicht nur musikalisch, sondern auch wirtschaftlich zum Laufen zu kriegen. Das hört sich ja ganz toll an. Ich habe auch gesehen, ihr werbt ja damit, das Konzert ist für die ganze Familie tatsächlich diesmal. Ja. Was meint ihr damit? Wie gesagt, wir wollen insbesondere auch mal ein jüngeres Publikum ansprechen. Und zwar, ich sage immer, das hat so ein bisschen pädagogischen Hintergrund. Den Richard Wagner, den kennt man ja normalerweise, den Lohengrin und die Nibelungen, das kennt man alle. So. Jetzt wollen wir aber auch die Geschichte, die dahinter steckt, die Sage, die dahinter stecken, die wollen wir auch erzählen. Wir singen nicht nur, sondern wir erzählen auch. Und das könnte genau für ein junges, interessiertes Publikum interessant werden. Das heißt, die Familie, die mit den Teenagern zum Konzert kommt, die gehen nachher raus und kennen die Sage, die Geschichte, den Hintergrund unserer musikalischen Leistung, können die dann eins zu eins wiedergeben. Das heißt, ihr erzählt diese Sagen auch so ein bisschen in anderer Form, also dass man das auch gut versteht und ein bisschen spannend auch für jüngere Leute. Da steht ja auch romantische Rittersagen. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht gerade die jüngeren Leute so ein bisschen anspricht, dieses romantische Rittersagen. Habt ihr da auch so eine etwas leichtere Sprache dann geplant? Genau, die Stück, unsere Liedstücke sind natürlich, wie sie sind. Das ist der Wagner, wie er lebt und lebt mit seiner Musik. Aber die Erzählform, die wir dann immer wieder einbauen, hinter den Stücken, vor den Stücken, das macht übrigens unser Bariton, der Achim Hoffmann, der wird dann auch erzählen, genau diese Stücke in kurzen Abschnitten, immer wieder an der passenden Stelle, wird er die Sagengeschichte von vorne bis hinten erzählen, sodass der Zuhörer, klein und groß, nachher die komplette Sage verstanden hat. Super, vielen Dank, Peter. Ja, gerne.